So, hallo, wir machen weiter bei Isaac Repentance. Wir probieren immer noch mit Bethany den Hard Mode zu schaffen. Was uns leider bisher noch nicht so gut gelingt. Aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten sehr gut dran. Naja, sehr gut ist übertrieben, aber wir arbeiten dran. Okay. Curse of the Labyrinth nehme ich mit, weil dann... Ich mag die Labyrinth-Ebenen, ich weiß nicht. Das, ich bin zwar jetzt nicht beim Itemraum gestartet, das sehe ich auch, aber Curse of the Labyrinth nehme ich mit. Irgendwie habe ich das Gefühl, die gehen schneller. Ich weiß es nicht. Man kann mehr mitnehmen. So auch shoptechnisch hat man mehr Möglichkeiten für Münzen und so weiter. Was mir aufgefallen ist, wir haben letztes Mal tatsächlich komplett keinen einzigen von den Dealräumen gesehen. Na, weder der Engelraum hat uns beglückt, noch der Satanraum, wobei uns der Satanraum ja gar nicht beglücken kann, solange wir das Buch haben. Kann er nicht zum ersten Mal auftauchen. Aber ja, wir haben kein einziges Mal haben wir Dings gesehen. Was ein bisschen ärgerlich ist. Weil wir doch einige Bosse hatten, wo er hätte auftauchen können. Aber gut, er wollte nicht. Kann ich auch verstehen, bei meinem Spielstil hätte ich auch keinen Bock gehabt, da aufzutauchen. Aber gut, so ist es halt, ne? Oh, da ist schon mal der erste Bossraum. Bossraum. Der erste Itemraum. So. Hat der... Wie hat der denn die Flamme da getroffen? Ah, der schießt drüber. Okay, I see, I see. Okay, keine Ahnung, was du bist, aber ich nehme dich mit. I'm leaking. Was liegt er denn? Ich habe jetzt auch wieder mal auf die... Dings geachtet, ne? Auf die Stats. Ich habe nichts gesehen. Also ich gehe davon aus, dass ich noch nicht rausfinden konnte, was dieses Ding war. Oh, da ist schon der Bossraum. Aber wir brauchen noch den zweiten Itemraum. Ah ja, okay, ich verstehe, was das Ding macht. Das war jetzt recht einfach rauszufinden. Okay, PHD werden wir auf jeden Fall sowas von uns holen, wenn wir genug Münzen haben sollten. Wenn wir genug Münzen haben sollten, werden wir uns PHD sowas von holen. Gut, zweiten Itemraum noch finden. Und dann... Hoffen, dass wir die Münzen zusammenbekommen für PHD. Okay, bist du eine gefährliche Truhe oder bist du safe? Du bist safe. Okay, wir werden uns auf jeden Fall die Truhe holen, weil ich brauche Münzen und ich werde hier probieren, Münzen zu bekommen. Und ich habe eine Bombe gerade bekommen. Ich gehe davon aus, dass die für diese Truhe hier ist. Ist sie natürlich nicht, aber ich setze sie hier für ein. Yes. Das sind schon mal mehr Münzen. So, was haben wir jetzt hier? Die nächsten paar Sachen. Dort, nichts weiter Spannendes. Und es hat Boom gemacht. Und es hat ein bisschen Boom gemacht. Huch. Das war wild. So, dafür ist hier der nächste Itemraum. Da macht es dann noch ein bisschen mehr Boom. Jetzt hoffen wir mal, dass hier noch Münzen rauskommen. Das Gute ist, dadurch haben wir jetzt auch wieder 5 Bomben bekommen. Und
das bedeutet, wir könnten die Donation Machine auf jeden Fall sprengen, um in das Geld ranzukommen. Hier werde ich jetzt nichts sprengen anfangen. Das ist Schwachsinn. Hier sprengen anfangen ist Schwachsinn. Wir haben ja Homing Bombs und keine Bombs, die jetzt irgendwie große Explosionen verursachen. Insofern ist das Schwachsinn. Gut, hier könnte man noch Geld bekommen. Okay, Gluttony. Ich bin so blöd, ne? Kann man sich denn da treffen? Wollte gerade sagen, kann man sich denn da treffen lassen? Ja, die Mitte ist natürlich cool. Komme ich leider nicht ran. Scheiße, Wars. Okay. Drei Münzen hier und da oder die Donation Machine köpfen. Ich glaube, wir köpfen die Donation Machine. Ich glaube, da habe ich hier höhere Wahrscheinlichkeit, dass es trifft. So nach dem Motto, jeder Schuss ein Treffer. Mal gucken, wie viel Geld wir rausbekommen. Zwei nur! Okay, ich hätte gedacht, die gibt mehr. Wieder zwei. Ja, Leute, dann ist es eigentlich ja fast schon effektiver, hier zu sprengen, um... Jetzt laufe ich den Boss rein. Da wollte ich gar nicht hin, aber ist okay. Super. Lass mich in Ruhe. Will mit dir nicht spielen. Will mit dir immer noch nicht spielen. Mit dir auch nicht. Will mit dir nicht spielen. Okay, tschüss. Da wollte ich... So viel dazu. So. Also dann hier. Und hier. Und wir haben vier Bomben geopfert, um einmal PHD zu kaufen. Ich hoffe, ich kriege... Also, natürlich kriege ich gute Pillen, aber ich hoffe, dass es das auch wert war. Und da fällt mir gerade ein, sowas wie Balls of Steel nützt mir ja gar nicht so viel. Scheiße. Also doch, es nützt mir theoretisch schon ein bisschen was, weil ich könnte ja damit mehr Flammen spawnen, aber effektiv nicht so viel. Okay. Alter, wieso laufe ich denn da auch rein? Ich meine, er ist gleich kaputt gegangen, weil ich ein bisschen geleakt bin dadurch. Aber hey. Das ist cool. Das hatten wir vorhin. Im Gertie-Raum. Im Gertie. Im Greed ran. So, wir holen uns kurz noch das halbe Herz zurück aus dem Itemraum und dann gehen wir. Leider keinen Engelraum bekommen. Zu oft getroffen worden. Machst du nix. Gut, Abflug. Trotzdem kein schlechtes Basement, wenn wir Pillen finden sollten. Hoffen wir halt auf so Sachen wie HP ab etc. Na, die Sache mit den Balls of Steel ist natürlich jetzt nicht das Geilste. Aber was willst du tun? Gut. Nope. Kannst du behalten. Okay. Okay. Gut, einfach eine Bombe mitgenommen. Ist in Ordnung. So.
wollte gerade sagen, ich sehe ihn runterkommen und ich habe es irgendwie trotzdem nicht geschafft, ihm auszuweichen. Das ist sowas, ist echt bitter. Sowas ist echt richtig bitter, diese blöden Mistviecher. So, okay, was gibst du mir Hübsches? Nice. Wheel of Fortune. Okay, nehmen wir es mal mit. Das Tiersap ist natürlich nicht verkehrt. Na, das Tiersap ist ganz cool. Diese Seife ist ein ganz cooles Item. Kann man auf jeden Fall relaten. So. Flamme. Weiter. Itemraum. Schlüsselhammer ist Schlüsselhammer. Wäre jetzt ein bisschen spät, es zu kontrollieren, aber Schlüssel haben wir. Okay, nehmen wir mit. Gut. Ja. Ah, nee, ich muss die Dinger besiegen am Rand. Ah, ich mag das nicht, dass die so durchs Wasser gehen können. Das ist stressig. So. Okay. Da ist der Stachelraum. Ich meine, wir haben 5 Bomben. Na toll. Hoffe ich mal, dass der Schalter mir Glück bringt. Okay. Das ist definitiv gut. Das ist definitiv gut. Schönes Trinket. Das werde ich auch so schnell nicht hergeben, wenn... Egal, was für andere Trinkets so kommen, aber das werde ich so schnell, denke ich mal, nicht hergeben. Ich finde sehr gut, dass der da in der Mitte eingesperrt ist und ich hoffe, dass ich ihn nicht versehentlich freisprenge. Ja, so viel dazu. Okay. Aber ich finde es sehr schön, dass er am Anfang eingesperrt war. Das, können wir gerne so fortsetzen. Ja, nee, ist in Ordnung. Ihr seid ein bisschen fix, Kollegen. Und ihr macht leider viel Damage. Aber wenn ich euch jetzt mal in so einer Runde habe, dann kann mir nicht mehr viel passieren, habe ich gerade gedacht. Und oh, kommt der Nächste. So, wo ist noch einer? Da oben ist noch einer. Fangabflug. Eieiei. Energie wieder nicht so geil schon, ne? Wir sind schon wieder ein bisschen runter mit den Herzen. Muss schon wieder aufpassen. Einfach, weil ich schon wieder unnötige Treffer hatte. Ich komme nicht durch Isaac durch, ohne unnötige Treffer zu kassieren. Ich verstehe das nicht. Verstehe nicht, wieso ich immer so vermeidbare Treffer halt vor allem habe. Ich meine, es gibt Treffer, die sind, ich sage jetzt mal, nicht ganz so vermeidbar, aber dann gibt es halt auch wieder Treffer, die sind böse vermeidbar. Ich hoffe auf einen Little Stone oder sowas. Du heißt wahrscheinlich anders. Small Rock. Ja gut, fast. Weil ansonsten wegen blauen Herzen ist es halt nicht unbedingt es jetzt noch wert, die zu sprengen. Der Little Stone war halt der Small Rock. Ich meine, hey... Ich meine, die Bedeutung passt doch. Es ist halt... okay. Eigentlich könnte ich jetzt sagen, ich kann mich nochmal treffen lassen und dann erst mir 2 Herzen holen. Aber bevor ich jetzt 2 Herzen im nächsten Raum verliere, nehme ich lieber jetzt gleich das mit und bin voll. Ich weiß, es war jetzt nur 1 Herz und ich hätte 2 dafür haben können. Ich weiß, ich habe das realisiert. Okay? Steinigt mich dafür nicht, für diese Entscheidung. Das Ding ist halt, wenn ich irgendwo jetzt 2 Herzen verliere... Dann hätte es mir nichts gebracht. Versteht ihr? Ja, gut. So, jetzt gibt einer nur noch den Boss raus. Okay. Der Typ will bomben, aber ich habe nur 4. Insofern kann er sich einfach mal... Wir können noch gucken, ob hier der Geheimraum ist. Dann ist er hier. Ah, dann leck mich doch. Okay, Pestilenz hat mir vorhin böse gegeben. Yo!
Und Pestilenz gibt mir schon wieder böse. Das kann doch nicht wahr sein. Das meine ich mit vermeidbaren Treffern. Warum kann ich das nicht? Wieso kann ich nicht ausweichen? So, jetzt haben wir den Big Cube of Meat. Das ist auch ganz schön. Aber alles nicht so optimal. Alles nicht so optimal. Vor allem herzenstechnisch. Ja, Curse of the Lost bin ich auf jeden Fall auch. Ich meine, der Damage ist gut. Okay, auch das ist ganz gut. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Ich wäre natürlich wieder neugierig, aber wir haben es vorhin gesehen, da drin kann halt so... Oh, ihr blöden Spucker. Ihr blöden Spucker, mit euch haben wir noch. Mit euch habe ich hier meine Nemesis. Also, das war richtig scheiße, an euch zu sterben. Im vorletzten Run. Nee, im vorvorletzten. Ah, mein Gott! Schon wieder so ein Treffer, der nicht sein muss. Ständig mache ich das. Okay, Itemraum. Nice. Da kommen wir auch recht easy hin. Oh, sehr gut. Auch das war wichtig. Ja gut, nehmen wir mit. Denn, erstens gibt mir das eine Dreieraufladung. Und zweitens hat es auch nochmal einen coolen Effekt. So. Aber dann lade ich's, setze ich Sven dann natürlich nur ein, wenn wir gerade in den Raum betreten und nicht zwischendrin, ne? Das ist klar. So. Okay, aber hier ist nichts weiter Spannendes. Ich werde jetzt auch keine blauen Steine mehr sprengen. Also wenn ich blaue Steine verpassen sollte, in Anführungszeichen, ja, habe ich sie zwar trotzdem nicht gesehen, aber ist dann nicht so schlimm, weil, wie gesagt, die blauen Herzen nützen mir halt nicht so mega viel. Klar, es ist cool, die Flammen um einen rum zu haben und am Ende sehr viele Flammen aufladen zu können. Aber ich... Also für meine Spielweise ist es nicht so das Sinnvollste. Weil ich sie halt kaum nutze, das ist das Problem. Ich sollte wahrscheinlich... Wahrscheinlich sollte man immer, wenn es möglich ist, direkt das einfach einsetzen. Wahrscheinlich ist das die Spielweise für Bethany, dass man so viele Schüsse dann hat. Na, dann hast du ja mehrere Schüsse. Du hast ja... Du hast ja effektiv mit jeder Flamme... Na, nicht mit jeder. Manche sind auch einfach nur um dich rum. Mit manchen Flammen hast du ja mehr Schüsse. Aber, ach, was laber ich? Ihr wisst, was ich meine. Nein, ich... Gerade habe ich es noch gesagt. Ich setze es am Anfang eines Raumes ein. Was mache ich, Vollidiot? Setze es vor dem Raum ein. Kommentiere mich jetzt einfach selbst, bevor die Kommentare kommen. Nein, ist ja alles in Ordnung. Ich freue mich über jeden Kommentar. Auch über kritische. Sehr sogar. Macht nämlich sehr viel Spaß, die zu lesen. Weil man da nämlich merkt, wie aufmerksam manche Leute die Videos gucken. Grüße gehen raus. An zum Beispiel Aggressor. So. High Priestess und was war das andere? Wheel of Fortune. Ja. Oder fällt mir ein, wir haben bei Greed gar nicht High Priestess eingesetzt, oder? Kann mich gerade nicht mehr erinnern. Hätte man einsetzen können, habe ich vergessen. Ja. Einfach ja. Ist okay. So. Ein bisschen mehr Energie wäre ganz cool. Das war nicht mehr Energie. Das war weniger. Was ist das? Mysterious Candy. Was macht die nochmal? Ich weiß es nicht. Ich
guck kurz nach. Ich hatte die schon mehrmals, deswegen darf ich da nachgucken nach meiner neuen Regel eigenen, die ich mir selbst gestellt habe. Trinkets. Schokolade. Sein Rebirth Trinket causes Isaac to create poops randomly. Ja, nee. Muss ich jetzt nicht haben. Ja, nee, muss ich jetzt auch nicht haben. Wobei, ich könnte sie mir hersprengen, ne? Ich glaube, ich könnte sie mir raussprengen. Wenn ich es klug anstelle. Ah. Meine 6 Münzen sind 6 Münzen. Und den Shop hat man noch nicht. Und den Shop würde ich allein schon für rote Herzen besuchen. Allein schon dafür. Auch wenn es dumm ist, nur für rote Herzen den Shop zu besuchen. Aber bevor ich dann drauf gehe, hole ich mir lieber wieder rote Herzen. So ein Ding ist das. Okay, jetzt würde ich im Moment nicht den Shop besuchen. Aber man weiß ja nicht. Apropos Shop, da ist er schon. Aber vielleicht haben wir auch ein Item drin, so für 7 Münzen, was cool ist. Oder wir haben einen Greed-Kampf drin, das ist auch in Ordnung. Auch den nehme ich mit, so ist nicht. Und dem lasse ich mich jetzt auch nicht treffen. Sehe ich gar nicht ein. Sich von Greed treffen lassen ist auch so an Peinlichkeit nicht zu überbieten. So, und jetzt schön durch den Counterfight Penny alles doppelt und dreifach bekommen. Sehr nice. Für den nächsten Shop haben wir richtig viel Kohle dabei. Okay. Ja, ich denke, wir sind hier durch. Curse of the Lost. Wir haben den Itemraum gefunden. Mehr werde ich jetzt hier nicht rumsuchen. Okay, einmal Gertie-Kämpfchen. Oh mein Gott. Das war direkt wieder ein Hit, aber dadurch ist der andere auch gleich kaputt gegangen. Naja. Engelraum hat eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Da haben wir wieder das Kartendeck. Booster Pack heißt das Ding. Was einfach Millionen Karten spawnt. Judgment. Könnten wir gleich einen Bettler spawnen, wenn es ein... Ja, okay, den nehme ich. Der könnte HP ab und zu geben. Der könnte die Karte spawnen. Oder das hier. Das ist, glaube ich, dass der Store sich immer wieder auffüllt oder so ähnlich. Bin mir gerade nicht sicher. The Devil hat, glaube ich, die Schüsse beeinflusst. Nichts, was ich jetzt einsetzen könnte. Nochmal Judgment. Ja, komm. Ich hab's ja. Nimm. Gib mir ein cooles Item. Das ist nicht, was ich wollte. Das ist cool. Das ist sogar sehr cool. The Fool bringt mich in den Startraum und wir haben ja... Something's wrong ist eine schlechte Pille. Okay. Der Lucky Rock nützt mir nichts. Habe ich nicht durch PHD nur gute Pillen? Theoretisch, dachte ich. Eventuell. Okay, Two of Hearts nehme ich sowas von mit. Was macht denn Something's Wrong? Ach so. Alles klar. Gut. Ich glaube, ich habe alle Karten durchgeguckt, ne? Gehen wir weiter. Two of Hearts ist gut, weil dann kann ich da nochmal, ne? Energie und so. Och nee! Oh, ich hasse es. Und wir haben keine Map. Nicht zu mir, nicht zu... Warte, dann spreng ich aber hier. What? Ich dachte, der reißt jetzt beide weg. Oh. Das war ja... So reißt er auch beide weg. Das war ja Müll. Oh, man. Justice. Ab dafür. Cool. So.
Sind hier Gegner drin? Ja! Oh Gott, das ist ja fies. Ich muss hier raus. So. Sind hier noch mehr so Stacheln? Nein. Okay, da drüben. Ah, da ist der gerade selber reingerannt. Shot Speed Up. Nice. Das gönnen wir uns. Ja, ich habe übrigens schlechte Nachrichten. Wird nichts mit dem Speedrun. Was ist da hinten? Da ist ja irgendwas. Aber was? Ist das ein Trinket? Ich will das Ding nicht auslösen. Ich glaube, das ist ein Trinket. Keine Ahnung. Wenn ich nicht mehr Schlüssel bekomme, werde ich es mir nicht holen. Aber wir merken uns, dass es da ist. Es ist auch auf der Karte eingezeichnet. Aber da ich ja eh den Counterfeit Penny habe, Counterfeit Penny, ist es ja alles klar. Eigentlich werde ich das Trinket nicht ersetzen, vor allem nicht gegen Trinkets, die ich nicht kenne. Oh nein, 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 die kleinen Pins. Aber ich bin diesmal damage-technisch besser drauf und damit gehen die hier, machen die gleich einen Abflug. So ist schön. So ist schön. So, wir müssen den Shop auf jeden Fall finden in der Runde. Bleib weg von mir. Cool. Okay, nicht so cool. Puh. Hier noch ein Schlüssel? Ich würde sagen, wir nähern uns der Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Ding mal hinten einsammeln. Shop. Aua. Bin ich ein bisschen zu sehr über den Shop gefreut. Aua! Bin ich ein bisschen zu sehr über den Shop gefreut. Alter! 1,5 Herzen in dem Mistraum verloren. Das gibt's doch nicht. Das ist frech, ey. So, was gibt's jetzt hier? Ich weiß halt nicht, was das macht, ne? Sieht aus wie irgendwas Batterietechnisches. Ich werde es mal einsammeln. Aber alles andere ist jetzt nicht so geil. Was tust du? Beat the juice out of them. Aha. Wait, dieses Skalpell-Ding hatten wir. Das war irgendwas Cooles, aber ich weiß nicht mehr was. Ah, warte, das hatten wir erst. Das hatte irgendeinen coolen Effekt. Ich nehme es auf jeden Fall mit, weil ich glaube, es war gut. Oh nein, sieht nicht gut aus. Pound of Flesh klang jetzt nicht gesund. Zieht mir das Herzen ab, wenn ich das einsetze? Das ist ein Spacebar-Item offenbar. Nee, ich glaube, das war nicht gut. Ich nehme es nicht mit. Ist in Ordnung. Ich gehe wieder. Tschüss. Ich bin unsicher. Pound of Flesh? Das klingt so, als ob ich mir Herzen rausnehme, um dafür irgendwie... Keine Ahnung. Ich gucke das Ding jetzt kurz nach. Ich habe jetzt gerade viel zu viel Schiss, dass ich hier wieder irgendeinen Scheiß mache. Ich hatte das schon mal. Ich meine, ich hatte das schon mal. Das muss eines der alten Items sein. Ja, da ist ein Afterbirth Plus Item. Permanently removes one of your wet heart containers and give you a flat 0,2 damage up. And a cube of meat. Can be used as often as you like. Man kann damit theoretisch mehrere Meat Boys generieren. Wenn man mehrere Herzen hätte. Also Container. Das nimmt die Container weg. Bin ich gerade froh, dass ich den Scheiß nicht eingesetzt habe. Warum habe ich es überhaupt gekauft? Egal. Gott, das wär's gewesen. Ihr hättet mich so gehasst. Ich meine, ihr habt mich jetzt ja schon gehasst, dass ich es gekauft habe. Aber was soll's. Da hat sich's doch gelohnt, dafür einzusetzen, dass der Shop restockt wird. Wenn dann sowas bei rauskommt. Ist doch großartig. Wir haben uns alle gefreut.
So, mach dich weg. Okay. Vorsichtig, nicht in die Kacke laufen. Vorsichtig, nicht in die Kacke laufen. Oh, hier. Ich hätte auf die Dings gucken sollen. Hier geht's gar nicht weiter. Also hier hoch. War irgendwo nochmal so rote Kacke im Weg? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade vorsichtig. Weil es dunkel ist und ich nichts sehe. Also gar nichts. Wieso hat es jetzt... Hä? Hatte ich nicht volle... Dings? Ach, Moment, ich habe ja auch diese Batterie eingesammelt. Füllt die Batterie? Guckt euch das mal an. Füllt die Batterie so ein bisschen das Ding weiter auf? Kann es sein? Kein guter Raum. Das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Scheiße. Scheiße. So viel zu meinem Tour of Hearts. Der Raum hat mich überfordert. Davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir probieren das nächstes Mal nochmal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.